Vielleicht noch mal kurz ein paar Worte zu den Data Drops. Die finden Sie also in vielen Dokumenten, auch in diesem British Standard 1192 findet man Hinweise dazu. Das geht schon zurück auf ein Papier von der englischen Architektenkammer. Also das ist alles nichts Neues, dass also die Menschheit verstanden hat, dass man solche Data Drops braucht. Auch im Stufenplan findet man diese roten Punkte. Wenn man genau hinschaut, da wird also auch von Datenübergabepunkten gesprochen. Allerdings in all diesen Veröffentlichungen wird über die Datenübergabepunkte gesprochen, aber es steht nirgendwo drin, wie die wirklich ausschauen. Und das ist, denke ich, der nächste Schritt, den wir tun müssen. Also hier nochmal dieses Bildchen von vorhin, ein bisschen sauberer rausgezeichnet. Ich habe hier dann mal so verschiedene Synonyme mit draufgenommen. Wenn wir also über diese LOD-Phasen reden, können wir reden über Modellreifegrad, Modellausarbeitungsgrad, Modellfertigstellungsgrad, je nachdem, wie Sie das nennen wollen. In der ISO 19650, in dieser ganzen Level-of-Information, gibt es einen neuen Begriff, der nennt sich LOIN, Level of Information Need, und meint eigentlich praktisch den geometrischen und den Informationsdetaillierungsgrad. Wenn wir uns dann anschauen, Auftraggeberinformationsanforderungen und BIM-Abwicklungspläne, da sehen wir, dass also dann drin steht, Festlegung der Anforderungen an Datenübergabepunkten. Das ist also, wenn ich mir so verschiedene AEAs und BFPs anschaue, da gibt es also einige, die versuchen sich der Mühe zu geben, und bei anderen hält man sich da ziemlich im Allgemeinen. Und ich glaube, da muss man sich nicht wundern, wenn man dann sich irgendwann in den Haaren liegt. Also an dem Punkt exakt, da müssen wir anpacken, da müssen wir also noch arbeiten. Und das geht natürlich dann in eine ganze Reihe von Dingen rein, über die man sich Gedanken machen muss. Also zum Beispiel, welchen Detaillierungsgrad braucht man wann und für wen? Und ich zeige das mal an einer Analogie in einem Puppenhaus. Wenn man da reinzoomt sozusagen, ist natürlich alles wunderbar. Bis hin, dass Sie sogar ein Stückchen Kuchen finden, wo Sie Ihre Puppe füttern können. Und dann schaue ich in unsere BIM-Modelle und dann finde ich Ähnliches. Also für einen Spieltrieb ist es ja ganz nett, ja? Aber wozu in einem BIM-Modell ein Türgriff mit Schatten gerechnet werden muss, ist also wirklich fraglich. Mag mal sein, irgendwo, dass Sie so eine Musterachse haben und da irgendwo mal einen Bauherrn zeigen wollen, wie es mal aussieht. Aber dass ich ein ganzes Gebäudemodell mit diesem Schrott voll fülle, da muss man sich schon fragen, wozu tun wir das? Viele Leute sagen, ja, seit wir BIM machen, werden die Modelle so groß. Und dann schaue ich mir halt gebäudetechnische Modelle an und dann schauen die so aus. Ja. Schaut wunderbar aus, und jeder Hersteller versucht auch seine Pumpen und weiß ich was alles möglichst schön darzustellen. Und wie gesagt, der Adrenalinspiegel steigt. Worüber wir uns halt fragen müssen, Gedanken machen müssen, wollen wir schöne Geometrie oder ist nicht die Aussage dahinter wichtiger? Ich glaube, dass wir da einfach noch ein bisschen Übung brauchen. Momentan liegt der Fokus zu stark, glaube ich, auf der dreidimensionalen Darstellung. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir eher, wie wir das bei den Plänen auch machen, dass wir ja da auch eine Plansprache entwickelt haben, dass wir also im Prinzip eine Art BIM-Sprache entwickeln, wo wir halt dann auch im 3D gerne, natürlich im 3D, damit wir sehen, wo liegt das Zeug, ja, aber dass wir da auch im Prinzip zu einer Symbolsprache zurückfinden. Und viel wichtiger ist eigentlich, wenn ich auf Symbol, so ein Symbol klicke, dass ich dahinter weiß, eigentlich, was tut das Ding, was kann das, wie kann ich das weiter nutzen.